Hallo alle Strandfiguren, und wenn Sie dann mit Ihrer Yogastunde fertig sind, dann darf ich eventuell auch mal das Video anfangen. Danke sehr. Okay Leute, heute geht es darum, und das ist das unglaublich Geile am Home-Training. Ich hatte ja neulich über das Thema Kompromisse gesprochen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Heute geht es darum, wie du dir Schritt für Schritt den einarmigen Liegestütz beibringst. Ja? Und das ist eine der besten Möglichkeiten, wie wir zu Hause die Belastung für unsere Brust-, Schulter- und Trizepsmuskulatur verbessern können und somit auch Muskeln aufbauen können. Weil wir können natürlich den Liegestütz selber schwerer machen, indem wir beispielsweise den Fuß irgendwie hier auf erhöhte Plattform und so weiter machen. Aber eine noch bessere Strategie ist es, wenn wir zum Beispiel einen Rucksack tragen mit Gewicht drauf, das ist also auch noch eine Möglichkeit, um den Trainingsreiz zu erhöhen und somit mehr Muskeln aufzubauen. Und wir können dann natürlich auch im letzten Schritt einarmige Liegestütz machen und haben dadurch natürlich eine noch höhere Belastung und somit auch eine Möglichkeit, noch mehr Trainingsergebnisse zu erzielen. Und ich habe ja in der letzten Zeit sehr viel im Fitnessstudio nur gepumpt und deswegen muss ich diesen Liegestütz jetzt auch erstmal wieder selbst lernen. Man könnte denken, dass ich jedes Mal irgendwie warte, bis der Hund im Bild ist oder ihm sage so, ey Luke, geh mal ins Bild, du Quotenhund, aber es ist nicht so, ja. Also sobald die Kamera angeht, rennt er von unten hoch, kommt sofort hin und hockt seine, fletzt seine dreckigen, haarigen Eier mitten in die Kamera rein, ja. Aber das ist das Coole an Hunden, ja. Mittlerweile ist er schon fast 8 Jahre alt, bald, und ist einfach der geilste Typ auf der Welt hier. Ne? Good boy. So, beim Liegestütz, beim Einarmigen hängt es vor allem nicht natürlich nur mit der Kraft hier oben zusammen, sondern auch mit der Stabilität, ja. Ist eines der einfachsten Trainingsprinzipien oder eine der einfachsten Strategien, wie man Übungen schwerer macht, indem man die Fläche verringert, auf der man zum Beispiel steht. Ja, ganz einfachstes Beispiel ist jetzt die Kniebeuge. Wenn ich jetzt einfach halt 2 Auflagepunkte habe, dann habe ich viel mehr Balance und es ist viel einfacher, eine Übung durchzuführen, als wenn ich nur noch eine Auflagefläche habe. Und genau das können wir uns jetzt hier beim einarmigen Liegestütz zunutze machen. Und zwar indem wir, bleib ruhig liegen, Luke, ja, indem wir nicht mehr die Füße zusammenstellen hinten, sondern, weil wenn ich jetzt die Füße zusammenstelle, und da seht ihr sofort, wenn ich jetzt hier den einen Arm wegnehme, ne, falle ich sofort um, weil ich nicht genug Auflagefläche mehr habe. Wenn ich jetzt aber die Füße so positioniere, ja, dann, also relativ breit, dann kann ich schon den einen Arm wegnehmen und kann mich einfach erstmal oben halten. Das ist der erste Schritt. Ja? Luke, geh mal bitte kurz aus dem Bild. Aus dem Bild, geh mal kurz, setz dich mal dahin. Guck mal, da ist eine Katze. Katze. Ja, oder so. Seht ihr, das heißt, der erste Schritt, den ihr versuchen müsst, ist, dass ihr erstmal natürlich ein paar normale Liegestütze schaffen solltet, bevor ihr euch an die Einarmigen ranwagt. Ich denke, das ist aber ganz normal. Ja? Das sollte eigentlich jeder wissen. Also bevor ich jetzt nicht einen normalen Liegestütz schaffe, sollte ich nicht versuchen, Einarmige zu erlernen. Und dann ist der erste Schritt, den ihr macht, folgender, wie gesagt, dass ihr sehr breit euch mit den Füßen stellt und dass ihr dann einfach abwechselnd, dass ihr dann einfach haltet, und diese Position einfach versucht, mal so 5 bis 10 Sekunden zu halten. Und dann wechselt ihr. Ja, immer langsam wechseln. Immer langsam erstmal gucken. Langsam die Belastung verschieben auf den anderen Arm. Und dann, wenn ich sicher bin, dass ich mich halten kann, dann... Also merkt ihr, wie ich zittere hier. Links ist deutlich schwächer. Und dann wieder runter. Das ist der erste Schritt. Das heißt, das könnt ihr einfach mal ein paar Tage lang üben. Und dann geht ihr zum nächsten Schritt über, dass ihr dann eine aktive Bewegung macht. Und die sieht dann so aus. Ja, im Endeffekt muss ich mich ja, damit ich beim einarmigen Liegestütz nicht umfalle, muss ich ja auf die eine Seite mehr rüber. Das heißt, der zweite Schritt ist einfach der, dass ich jetzt auch wieder diese breite Fußstellung habe und dass ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel rechts den mache, dass ich mich nach links drehe mit dem Körper und mit dem Kopf, ja, und
mit auf der rechten Seite mehr Druck ausübe, mehr Gewicht meines Körpers raufbringe, so, ja, und mich dann wieder auch mit rechts vor allem hochdrücke, ja, was dadurch passiert ist, dass mein rechter Arm, meine rechte Schulter, der rechte Brustmuskel eine stärkere Belastung hat, ja, ich aber trotzdem mit der linken Seite noch aushelfen kann, das heißt, ich mache ungefähr 70-80% dann hiermit und nur noch 20% mit dem linken. Auf der anderen Seite sieht das dann so aus, nochmal, hier mit der linken Seite, ja, ich gehe runter, Belastung auf die linke Seite, aber rechts hält mit, schau nach rechts, ja, seht ihr auch den Unterschied in der Armpositionierung, ja, und dann drücke ich mich links wieder hoch, 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 bam, ja, und dann wieder rechts, runter, 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 und wieder hoch, und jetzt links, und nach rechts drehen und links hochdrücken. Genau. Ja? Das heißt, das ist der zweite Schritt, dass ihr diese Liegestütze leicht verlagert. Und davon macht ihr so 5-10 Stück pro Seite. Ja? Und dann wieder eine ganz andere Übung. Beziehungsweise dann solltet ihr gar nicht diese Übung an dem Tag noch weiter trainieren. Wenn man erstmal eine neue Übung lernen will, wie zum Beispiel den einarmigen Liegestütz, dann eignet sich das sehr gut, das ungefähr dreimal pro Woche zu trainieren und immer wieder diese Bewegungsmuster auch zu machen, weil dadurch lernt unser Nervensystem auch im Endeffekt, was wir eigentlich von ihm wollen. Und das ist das Gute bei dem Thema Kompromisse, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt muss ich nicht mehr Kurzhanteldrücken gerade machen oder Langhantelbank drücken, aber ich kann jetzt viel häufiger pro Woche einarmige Liegestütze trainieren und somit werde ich wahrscheinlich in 2-3 Wochen die wieder perfekt beherrschen. Ja? So, und der dritte Schritt, der dann kommt, sind sogenannte Teilwiederholungen. Das heißt, wenn ihr euch relativ sicher fühlt schon, ja, dass ihr so 70-80% eures Körpers von der Belastung her auf einer Seite hochdrückt und ihr keine Schmerzen habt und dass sich alles gut anfühlt, dann könnt ihr weitergehen und macht Teilwiederholungen. Das heißt, so, dann nehme ich den linken weg jetzt mal und mache eine kleine Bewegung, zack, und wieder hoch, bis ich mich unsicher fühle und wieder hoch, ja, und dann linke Seite auch, runter und wieder hoch, richtig schwer, runter und wieder hoch, ja, und damit fangt ihr dann wieder an und könnt dann nach und nach die Bewegung einfach immer weiter runter machen und dann wieder hochgehen, ja, und mal gucken, wie lange es dauert, bis ich den einarmigen Liegestütz wieder kann. Wenn ihr Fragen dazu habt, haut sie in die Kommentare. Viel Spaß beim Üben, Leute. Wir sehen uns am Strand, dein Kolja Barkhorn und ich bin raus.